Der Big Apple, er ist fest in der Hand der US-Traditionssportarten, wo man hinblickt, Baseball, Basketball und Football. So war das bisher. Doch am Oststrand der Stadt arbeiten Österreicher an der Zukunft des neuesten Trendsports in den Staaten. In der Bronx hat ÖFB-Kapitän Christian Fuchs ein Trainingscamp aufgeschlagen. In der Sommerpause bringt der gebürtige Neuenkirchner seine Spielphilosophie über den großen Teich und vermittelt jungen Amerikanern den Spaß am Soccer. There's a ball over there. There are balls everywhere, guys. You shoot them away, so you gotta get them. Wir wollen ganz einfach den Fußball, die europäische Art und Weise, wie man Fußball spielt, ganz einfach den Kindern hier näher bringen. Und vor allem eben durch die Weltmeisterschaft, wo die USA richtig gut abgeschnitten hat, hat der Soccer jetzt einen richtigen Boom hier. Und man glaubt es nicht, aber die Tendenz geht wirklich zum Fußball hin, dass immer mehr Kinder ganz einfach Fußball spielen wollen, weil die amerikanischen Sportarten, die sind halt auch sehr limitiert, ne? Und Fußball ist mal komplett was Neues. Der Einsatz stimmt schon mal. Trost bei Verletzungen gibt es von einem echten Fußballprofi und Papa. You wanna rest a little or you wanna keep playing? Rest? Okay. Let's go. I thought you were more tough. Huh? I'm gonna get some ice, okay? Wir haben schon einen oder anderen Zwischenfall gehabt, aber dann ein bisschen zu aufmunternde Worte, dann ein Eis. Was zum Trinken, das hilft immer und das passt dann schon. Fuchs wird unterstützt von Heinz Griesmeier, Michael Gspurnik und Peter Hackmeier. Geballtes österreichisches Fußball-Know-how. Als Head Coach sieht sich Fuchs dabei nicht. Das ist komplett ungewohnt. Ich bin so ein Mittelding, weil ich spüre auch viel mit. Und das erklären, ja, das geht auf alle Fälle, aber bei mir ist so noch so ein Mittelding, noch nicht wirklich Trainer, nein, das bin ich ganz einfach noch nicht, überhaupt nicht. Der Spaß steht ganz klar im Vordergrund, zur Freude der jugendlichen Spieler. Aber es ist geil, dass alle voll mitziehen, ne? Das ist echt super, ist echt super. 3 Wochen lang trainiert Fuchs die New Yorker Junior-Kicker in diesem Sommer und spielt sich in ihre Herzen. It was awesome. It was my favorite camp. He brought European tactics in. He's good at everything he does in soccer. Yeah. He's probably my favorite soccer player now, not Messi. Sorry, Messi! Die starke Frau hinter dem Capitano ist zugleich die gute Seele hinter dem Camp. Ehefrau Raluca hat bei den Upper-Class-Eltern in New York kräftig Marketing betrieben. It's a little bit different. There's a lot of competition and they're very hard to get because they're very picky. And they're very educated and they know exactly what they want for their kids. Real players, and it's not just any trainer. And just by teaching them and letting them, you know, giving them a chance to come and try and make it convenient, make it reasonable in the beginning. And you have a group as small as this with the coaches that are professional and they know what they're doing. And it's also calmness, a lot of calmness with them. They don't yell, they don't scream at them. It's very calm, it's very normal, it's very natural for the kids. Very European, Austrian, yes, yes, we love it. Die USA lieben Fuchs und Fuchs liebt die USA. Denn hier ist die Heimat seiner zweiten Ehefrau Raluca. Sie betreibt eine Firma für Eventmanagement. Die Fernbeziehung ist unvermeidbar. Für Familie Fuchs allerdings kein Problem. Meine Frau arbeitet hier und das lässt sich halt dann nicht mit einem Umzug nach Europa vereinbaren. Und ich meine, die Stadt ist auch nicht schlecht zum Wohnen und ich bin ja auch regelmäßig hier. Sie ist natürlich momentan viel öfters in Europa als ich jetzt hier. Aber das wird sich auch auf kurz oder lang ändern. Im Dress des englischen Premier League Club Leicester City heißt es für Fuchs nun Gas geben. Das große Ziel des 29-Jährigen ganz klar. Das Viertelfinale bei der Euro 2016. Da müssen die privaten Pläne noch zurückstecken. Our job is to just be supportive because we love what he does. So we don't mind being there and being around and doing what we need to do until he finishes his career. Klar, ich meine, ich orientiere mich auch schon daran, was ist danach. Ne? Also ich habe jetzt 3 Jahre für Leicester unterschrieben, aber ich denke, danach wird mein Weg hier nach New York herführen zu meiner Familie. Ich meine, ich bin auch ein Mensch, der sehr an seiner Familie hängt und wenn man dann immer getrennt ist, natürlich, dann ist das schon, ist das nicht so einfach, aber wir bringen es immer zusammen, dass es irgendwie funktioniert und es funktioniert auch sehr gut. Ich meine, wir haben einen 6 Monate alten Sohn, der uns sehr glücklich macht und ja, also ich denke mal, dass
in den nächsten Jahren, dass der Christian Fuchs ganz einfach in New York zu Hause sein wird. Denn nur hier lassen sie sich miteinander vereinbaren. Die Liebe zum Fußball mit der Liebe zu Frau und Familie.